und herzlich willkommen zu einer finalen Folge Minecraft Phoenix. Heute ist das epische Finale zwischen Tops, Flo und mir. Ich glaube, es ist ein Autorennen und ich war ewig nicht mehr in der Phoenix-Map. Deswegen, ja, was das angeht, da reden wir nicht drüber. Jedenfalls, wir sind im finalen Endspurt. Wir wollen selbstverständlich im Nachhinein den Sieg noch an uns reißen. Und generell, ich bin super gespannt, was die Jungs noch so gebaut haben, wie sich das Ganze so anschaut. Und ja, lass uns reinschauen. Hallo, hier ist wieder mal Chaos40 und mit dabei ist auf meiner linken Seite der... Tops. Aggressive Tops. Auf meiner rechten Seite ist hallo. Die... Ronja. Warte mal, Ronja, hallo? Hallo, Ronja. Ronja, Mayday, hallo? Mayday. Ronja, oh, Mayday. Oh, Ronja, oh, Ronja, ich glaube, du bist gerade, bist du zufällig gerade, bist du in der Höhle gerade drin? Ja. Mach mal oh, Ronja, Ronja, bist du gerade hier mit Funk verbunden? An alle Passagiere, bitte jetzt auf ihren Sitzplätzen Platz nehmen, die Sitzrückenlehnen in eine aufrechte Position bringen und den Tisch vor ihnen hochklappen. Wir wünschen ihnen einen angenehmen Flug. Ey, Tops, wo fliegen wir hin? Weiß ich nicht. Ey Leute, willkommen hier zum Finale von Minecraft Phoenix. Ronja, ihr Mikro ist kaputt, also... Deswegen bin ich am Headset Mikro. Auf einem neuen Minecraft-Account und auch mit einem neuen Mikro. Oder nicht ein neues Mikro, ich glaube, das ist dein Headset, was... Ey! Ey, sorry, warte mal, Ich hab's hackt. Okay, ich glaube, es hackt. Jedenfalls, Leute, willkommen zum Minecraft Phoenix im Finale hier. Es war eine geile Serie, aber wir wollen heute mal hier die Gewinner krönen, die lustigsten Sachen krönen und ein bisschen abschließen. Und anschließend noch das epische Turnier machen. Ronja, okay. Warum hast du nicht komm mit. Nein. Hä, weil ich nicht so ein Sterber bin wie du. Wir vergeben jetzt offiziell die Phoenix-Preise. Ja, übrigens, ich bin jetzt endlich wieder entbannt hier. Also, deswegen komme ich wieder in die Folge. Wir haben hier diese Bäume, gell? Und auf diesen Bäumen, auf jedem Baum, hängen wir quasi einen Preis hin, okay? Auf jeden Baum? Bist Preis? Du das Wahnsinn? Achso. Die wenigsten Todes. Warte mal. Oh! So, zack, auf geht's. Okay, alles klar. Ich habe nämlich hier drei Köpfe. Wer hat die wenigsten Tode? Lass mal schauen hier. Geh mal weg, Jobs. Weiche von meinem rechtmäßig verdienten Platz. Wir haben hier Ronja mit 3 Toten, mich mit 13 und Tops mit erschlagen sagen wir mal. Er steht sich davor, man kann es lesen. Tops, Tops, geh mal nein, weg. Ab. Nein. Tops, ich habe hier noch meinen Kürbisvernichter. Tops, willst du einen Tod hinzufügen? Hey, Ronja, gib mir die Karte. 49. Oh, 49 Tode am Tops. Also, ich glaube demnach, also ganz knappes Rennen. Spaß, Ronja hat hier den Preis mit dem wenigsten Toten. Oh, du machst die Köpfe dran. Genau, das mache ich hier. Easy. Der nächste Preis. Was findet ihr, der beste Troll, okay? Das ist ein harter Dings hier. Was findet ihr? Ey, Tops, du darfst nicht klicken. Der beste Troll. Was findet ihr, war der beste Troll? Ich fand, also jeder von euch darf jetzt abstimmen. Ich fand als besten Troll, wo ich Tops aus Pink gefärbt habe. Hast du gar nicht gesehen, glaube ich, Ronja. Das habe ich nicht mitgekriegt. Ey, Tops, was findest du den besten Troll? Ich weiß nicht, das mit den Fischernetzen bei deinem ganzen Haus eigentlich. Ja, komm. Okay, Ronja, was findest du den besten Troll in Phoenix? Ich überlege gerade. Fischernetze. Ey, wenn du doch was eigenes sagst, die ist 1:1:1. Die sind echt. Dude, die Fischernetze hast du einfach aus den Kommentaren geklaut. Das hat jeder gesagt. Null Eigenkreativität. Okay, ganz ruhig. Also, ich würde sagen, Ronja, was findest du den besten Troll in Phoenix? Ja, ich weiß nicht. Oder vielleicht den Troll vom Phoenix an deinem Haus? Alles von der Schwimmer ist so hässlich. Ich habe gesehen, ihr habt das jetzt wieder hübsch gemacht. Ja, wir haben eigentlich ein schönes Tier. Und Leute, ich habe offiziell hier in Phoenix alles abgeschlossen. Wenn ich auf Quest gehe, Sonntag, ich habe alles grün. Alle Quests fertig. Das sieht richtig schön aus hier. Jedenfalls der beste Troll. Keine Ahnung. Ich würde mal sagen, ich mache einfach mich und Tops hin, weil wir haben am meisten gespielt hier, oder? Ja. Auf geht's. Das ist also, okay, warte mal. Der nächste Preis ist ein bisschen ausgeglichen, oder? Mal schauen hier, okay? So, warte mal. Was wird auf dem Schild stehen? Okay. Ich bin gespannt. Die wenigsten folgen Phoenix. Also, ich gucke jetzt niemanden speziell an hier, wer gerade ein bisschen inaktiv war in Phoenix, aber... Ja. Ich glaube, das ist ganz klar Ronja. Und ich glaube, Ronja war zwischendurch sehr viel krank und dann war PC kaputt und allgemein Lag für dich. Mein PC war nicht kaputt, aber ich muss an einem anderen PC aufnehmen. Ja, es ist ein bisschen eine Komplikation hier, aber okay. Alles klar. Okay. Das ist doch ein richtig cooler Preis. Die beste Rennstrecke. Fällt einem jetzt gerade niemand ein. Eigenlob. Auf geht's. Oh, warte. Jetzt kommt noch ein richtig cooler. Warte mal. Alright. So, die beste.
Warte mal, so, genau. Die beste Bestrafung vom Phönix. Also wir hätten als Qualifikation hier, der Phönix, der ganz viele Kackehäufchen in mein Haus gebaut hat. Der Phönix, der ein großes Kackehäufchen in den Topsaus gebaut hat. Der Phönix, wird groß geschrieben. Der Ronja ihr Haus aus Ziegelstein und Schwamm gemacht hat. Und was gab's noch? Ich weiß, was sonst noch ich gab's. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das war das Einzige, was ich jemals gekriegt habe. Ich weiß nicht. Also ich fand meine Bestrafung, wo er mein ganzes Haus mit Kackhaufen befüllt hat, weil Tops Kackhaufen bei meinem Opferaltar reingehauen hat, fand ich schon irgendwie am witzigsten. Oder was meint ihr? Was? Ja, bei alles dir, klar, okay, dein, zack, dein das wäre natürlich mal, ja. Alles klar. Habt ihr noch, ich hab noch was richtig cooles, okay. So. Ich bin gespannt. Das ist richtig cool, so. Der beste Shop in Phoenix oder der beste Dings in der Mitte, ja, was jemand gebaut hat. Meiner. Also, wir hätten als Qualifikation hier Ronja ihr euch mal dieses Prachtstück an. Ich hatte als erstes, ja, möchte ich nur mal anmerken, als allererstes. Zweitens ist da eine geheime Bahn, wie man in diesen Shop kommt. Okay. Hier, das kann man nämlich. Alles klar, okay. Also, muss schon sagen, ich bin nicht bad, aber okay. Und jetzt kommt, ihr müsst bedenken, hier, da geht's runter zu dem Bahnhof. Den habe ich nie gezeigt, ja, komm, aber der ja, komm, ist halb ja, komm, fertig ja, okay. gebaut. Wir hätten hier den Geschenkeshop hier. Wir hätten den Kindergarten. Das ist wirklich ein Shop, aber der ist, wo man kleine Tobias. Ey, Tobias, willst du den Kindergarten geben? Du bist ja echt ein bisschen. Tobias, bist du ein bisschen jünger als die meisten Leute da drin, aber. Ich weiß nicht, wie die Leute sind. Wir hätten den shop.cast.com, wir hätten drüben noch den tops.de-Shop und ich glaube, hier gab es noch, warte, was hier, die Briefstelle. Ich fand den Briefstelle echt ganz geil. Ja, oder was mit dir? Das ist eigentlich so ziemlich das Geilste. Und den Shop, hier gibt es gar nicht mehr. Was war denn da? Das war ja, wo du Tobs bezahlen kannst, dafür, dass er dir Komplimente macht oder dass er. Warte, ich habe nie meine Kohle gekriegt, die ich irgendwann mal gekauft habe. Tobias, würde ich mal sagen. Du warst auch nie da, hör auf mich zu schlagen. Ich hab, da war ich noch da. Also, als ich das gekauft habe, da war ich noch da. Ey. Komm her, ich persönlich fand echt. Tobs Sandwich Burger, Hashtag Tobs Sandwich Burger in die Kommentare. Ich fand Tobs einen Komplimente-Shop und was auch immer das war. Oder ich sammle Kohle für dich. Ich fand das ganz geil. Ja, ich fand auch gut, dass er nie was delivered hat. Okay, was gab's noch hier? Überleg mal, was gibt es noch irgendwie Kronen? Oh, warte mal, oh, jetzt kommt. Das wird ein bisschen tricky hier. So, auf geht's. Bestes Haus, okay? Eins, danke. Das, danke, okay, ich finde mein Haus ruhig, war mit Abstand das Beste. Stopp. Ganz ruhig, bevor wir jetzt hier abstimmen, das hier können die Zuschauer in den Kommentaren abstimmen, okay? Aber, damit es fair bleibt, wird das Ganze hier ein bisschen aufgeteilt. Ich werde nämlich einen Schlüssel irgendwie auflösen irgendwie. Ich würde sagen. Ich glaube, meine Stimme zählt irgendwie 1, okay? Ronja, ihre Stimmen zählen 5. Nice! Und Tobs, seine Stimmen zählen, glaube ich, 20 oder so, weil Tobs hat die nur an Aufrufe jetzt gemessen, hier, damit jeder verhältnismäßig im gleichen Dings ist. Würde ich sagen, oder? Genau. Also, deine Stimme ist mal rechts mich ab. Welches Haus fandet ihr am besten? Und wir werden das, glaube ich, in den Kommentaren auflösen. Und ihr seht es rechts oben selber. Aber auf geht's. Richtig. Leute, das war's. Ronja, du warst jetzt lange auch inaktiv, gell? Ich hab übrigens, guck mal, ich hab mir vor nicht allzu langer Zeit den ganzen Kram angeguckt, den ihr gebaut habt. Okay, also. Genau. Weil schau mal bei Claim Chunks, ich hab die ganze Welt geclaimt. Ich hab mich eingeclaimt komplett schon. Oh. Und übrigens, Ronja, schau mal, das hier ist eine super geile Brücke. Wirklich, die Brücke komm ich übrigens beim Kindergarten lang. Wir haben im Kindergarten deine Tunnel, genau, hier bin ich. Hier drüben, oh, du bist nicht mal hängen, deswegen ist es ein bisschen langsamer. Die Rennstrecke ist fertig. Brauche ich nicht, habe ich nicht nötig. Ich fand die Rennstrecke richtig geil. Während ihr noch mal rüberkommt, kann ich hier schon mal irgendwie was aufhängen. Wo hänge ich das denn hier? Ich würde mal sagen, ich mache das mal einfach hier oben. Die Brücke lang ist sehr schick. Ja, die Brücke, die davor da war auch schick. Und die davor auch da war auch schick, aber ein gewisser Herr dachte, er wäre witzig und kauft mir eine Brücke. Oh. So, auf geht's. Das ist noch ein Feinart. Die Technikerin wollte es unbedingt noch dabei haben mit Phoenix, wo Tobs quasi mit seiner Rüstung ist, ich mit meiner Melonenrüstung und Ronja ohne irgendwas. Aber bevor wir jetzt hier noch lange drum rumreden, was war das? Würde ich mal sagen, legen wir direkt los mit dem Autorennen, okay? Tobs, ich fahre bei den 5 Runden, Ronja fährt 3 Runden, weil du die Strecke nicht gut kennst, oder keine Ahnung? Nein, ich bin die Strecke noch nicht gefahren. 3, 2, 1 und los! Auf geht's hier! Krass für dich, Ronja und Tobs sind jetzt in Runde 1. Auf geht's. So, und ich nehme mal hier direkt den Boost. Okay, ganz ruhig, Ich probiere die Strecke auch. Okay, Leute, okay. Das war nicht die Strecke, die ich fahren wollte. So viel Zeit. Oh, Tobs, hier bin ich, glaube ich, gegen die Liane gestoßen. Das okay, ganz ruhig. Ey, hier ist hier. Hey, gibt's keine. Ach doch, die Liane. Die Blätter. Okay, ich glaube, ich bin vor Tobs. Ich bin erster Grad. Platz 1. Okay, zum Glück gibt's hier nicht wie Mario. Warte mal. Dieser blauen Dings, wir gehen jetzt hier ins Auto. Oh nein, Ronja. Das geht aber nicht.
Holle, was machst du? Umdrehen, wenn du ins Loch fällst. Das ist nicht, ich bin nicht ins Loch gefallen. Ich hatte Sichtprobleme bei meinem Auto auf einmal. Sichtprobleme? Nein, ja. Tobst, du bist keine Polizei. Auf geht's. Ich habe überlegt, ob ich... Ja, ich bin in Runde 2, ich bin in Runde 2. Tobst, wir müssen in Runde 6 kommen. Oh, Tobst auch in Runde 2. Oh, Leute, siehst du das? Oh nein. Aber Ronja, keine Angst, weil du musst nur... Nein! Okay, ganz vielleicht hat sich jetzt mein Sichtproblem. Ronja, du musst nur wenig runterfahren. Ja, das hat es. Hier kann ich auch langfahren. Okay, alles gut, alles gut. Nein, Tobst, kannst du nicht, das ist allerdings hier. Wir finden uns jetzt erstmal hier wieder in der Strecke. Oh nein. Oh nein, Ronja ist immer in Runde 1. Ja, das wir können Ronja überhaupt überrunden. Ich bin doch gleich. Ihr könnt mich überrunden, aber ich kann trotzdem gewinnen. Nein! Ich fahr die ganze Zeit. Oh, hier darfst du mal die Seite. Okay. Ey, Tobst ist wirklich. Ich bin überhaupt. Nein. Ey, Leute, das ist mit vor uns, warte mal. Nein! Erster Platz! Freunde, einfach umdrehen, das kriegst du hin. Runde 3! Oh, Tobst, Runde 2! Also, ich bin zwar bekennender Rennspiel-Fan, aber. Tobst, warst du dicht damit dran, das ist viel zu fehlern. Aber egal, Tobst, zähl das einfach mal als Runde 3. Oh, lol! Das hier nicht mit meiner Erfahrung. Oh! Runde 2! Ich bin in Runde 2! Runde 2! Boys! Ich bin so ready! Oh mein Gott, ich bin richtig gespannt. Gott, läuft das jetzt Warte mal, so, und jetzt noch schön den Boost hier. Aber mit dem Boost kann man aus der Map fallen. Ey, Ronny, wie findest du die Strecke? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, in Minecraft habe ich das Gefühl, das Autofahren ein absolut furchtbar schwieriges Prinzip. Ja, ist furchtbar schwierig, aber richtig cool. Aber dafür ist es nicht schlecht gemacht. Okay, ich bin jetzt am Checkpoint. Oh yeah, ich bin Runde 4. Und jetzt bin ich im Baum. Oh nein, nicht schon wieder. Okay, ich bin wieder im Baum. Alles klar, das passiert wohl häufiger. Im Baum? Weißt du, Ronja, Verbesserungsvorschlag? Hör doch auf deine doofe Strecke, um Bäume rumzubauen. Was ist das für eine blöde Idee gewesen? Nein! Oh ja, ich bin Tobs. Ich geb der Strecke 0 Punkte. Nice. Nein! Ey, wo ist meine Ronja? Ich hab noch 10 Folgen Fulls gemacht. Ich geb der Dings 0 Punkte. Ich bin ständig im Baum. Was ist das? Ey, das ist aber... warte mal. Nee. Oh, ich bin fast im Baum gelandet. Ja. Hä, hey, was für ein Baum? Ach, Menschen, die Baumstämme? Ja, ich meine generell in sämtlichen Bäumen. Ich habe das Gefühl, ich bin mehr im Baum als auf der Strecke. Ey, Tobs, wollte ich sagen, 6 Runden? Okay, 6 Runden. Und Runde 3, damit es fair bleibt. Wie viele habt ihr? Ich bin jetzt in Runde 5, aber... Okay, Tobs, bist schon in Runde 5? Aber ihr seid noch nicht mit Runde 5. Fertig. Ja, nee, sind wir noch nicht. So, zack, zack, und hier rein da. Okay, bin ich jetzt im Baum ausgewichen. Aber Tobs, ich fahre jetzt 6 Runden. Also, Tobs... Ja. Tobs, ich find's eigentlich fair, Ronja, du halb so viele Folgen gemacht, deswegen halb so viele Runden. ich bin in Runde 3! Nee, eigentlich. Warte mal. So viele Folgen. Nö, doch, du bist in Runde 3, Ich bin in Runde 3, aber ich bin noch nicht fertig mit Runde 3. Tobs, wir müssen Runde 6 abschließen. Wir sind gerade in Runde 5, Tobs. Ich meine, ich fertig, Flo. Oh lol, okay, auf geht's. Ey, Ronja, ich werde dich gleich überrunden. Aber den Feuersprung schaffe ich zweit fast immer. Ich hab den Boost. Dreht dir das ruhig ein. Okay, wir nehmen wieder die Strecke mit den vielen Bäumen. Das ist. Ja, da bin ich. Du bist ein Hacker, bleib stehen. Oh, ich hab den Sprung perfekt geschafft hier gerade. Diesmal läuft's besser als sonst. Oh, ich seh gerade hier Ronja irgendwo. Selbst überrascht von meinem Autofahrtalent. Ronja, ich seh dich, Ronja. Ich würde dich mal holen. Wer? Nein, es gibt keinen Windschatten. Oh, das ist die Ronja. Okay, wag es ja nicht. Runter. Oh mein Gott, das war clean. Das war so Ronja, clean. Ronja, ich will dir. Kann ich auch. Nein, nicht ins Wasser. Oh, das war knapp. Oh, da ist Ronja. Ich hab. Oh, warte mal. Oh, ganz ruhig. Oh, ich bin schon wieder im Baum. Nein, ich bin gegen Schild gefahren. Oh. Oh nein, ich seh Flo. Oh ja! Oh, du bist rausgefahren! Ich hab gewonnen! Nein. Doch? Ich muss rückwärts reinfahren, Ich bin fertig mit Runde 3. Nee, du bist jetzt in Runde 3, oder? Nein, ich hab Runde 3 abgeschlossen. Hey, was? Nee, Tobs ist beide fertig, das war letzte Runde. Ja, wir haben Runde 3 abgeschlossen, das war letzte Runde. Dann hat Ronja gewonnen. Ich weiß nicht, ich glaube wirklich, Ronja hat gewonnen, oder? Ronja hat gewonnen. Easy! Lass mal mit erstmal die Taskleiste wieder anmachen. Runde 1, okay, Ronja ist in Runde 2. Doch! Ronja hat gewonnen! Ronja hat gewonnen. Jetzt wirklich! Aber es war richtig knapp, gell? Ja, weil du am Ende noch so knapp dran warst. Ich bin dagegen gefahren. Also ich wäre eigentlich, Also, Flo Zweiter. Oh mein Gott. Aber Tobs war richtig natürlich dahinter. Übrigens im Chat bug gerade hier mit Runde 8, weil wir jetzt alle auf einmal hier waren. Aber, ey Ronja, no joke, es war richtig knapp. Es war richtig knapp, muss ich sagen. Auf geht's, so zack, hier. Nice. Ich würde auf jeden Fall sagen, hier ist so, GG.
Und ja, das war's hier für Minecraft Phoenix. Wie gesagt, oh, stimmt richtig mir ab, was ihr fand, das beste Haus hier. Bis zum nächsten Mal. Hier wieder so ein Projekt kommen. Abonniert uns alle drei. Schreibt mir bitte in die Kommentare, was war eure Lieblingsfolge Phoenix von uns allen drei? Der beste Moment, der lustigste Moment. Schreibt einfach eure Meinung in die Kommentare. Schreibt mir einen langen Kommentar. Ich werde ein paar von euch herzen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, Leute.